Hallo und willkommen bei Skipper & Co. Und willkommen zu Teil 2 unseres Winterturns in Friesland. Ganz entspannt verlassen wir unseren Liegeplatz in Sneek, holen die Fender ein, nutzen das Ablegermanöver direkt, um in Fahrtrichtung zu drehen und machen uns auf den Weg nach Terherne. Wir haben herrliches Wetter, so lässt es sich aushalten. Auch wenn es heute Abend doch deutlich stürmischer werden soll. Direkt hinter der Schleuse Terherne biegen wir nach Steuerbord ab und können bereits unser einziges Hindernis, die Brücke in Terherne, sehen. Und so funktioniert die Öffnung per App. Also wir müssen in einem gelben Radius sein. Erst dann können wir die Brücke bedienen. Gut, dann also noch ein bisschen vorfahren. Nachdem man den gelben Radius erreicht hat, aktualisiert sich die Anzeige der App und man kann die Brückenöffnung beantragen. Wenige Sekunden später schaltet die Ampel auf grün und die Brücke öffnet sich. Alles ziemlich unkompliziert und schnell. In etwa nach 300 Metern nach der Brücke biegen wir hart nach Steuerbord ab, um in den Hafen von Terherne einzulaufen. Hier wollen wir für die Nacht bleiben. Als Festmacher dienen hier diese Poller. Und auch Strom ist hier gar kein Problem. Hier lässt es sich aushalten. So, wir sind in Terherne und haben uns gerade auf den Weg gemacht, um den Ort ein wenig zu erkunden. Bisher sehr positiver Eindruck, ein wirklich kleiner, schöner Hafen. Und auch das Örtchen wirkt sehr gemütlich. Hier und da findet man noch etwas Weihnachtsdeko und kleine und große Kunstwerke. Da uns leider recht kalt wurde, haben wir beschlossen, für eine heiße Schokolade zurück aufs Boot zu gehen. Es gibt doch nichts Besseres bei diesem kalten Wetter. Lecker. Mega. Etwas, das auf jeden Fall für uns zum Bootsurlaub gehört, ist das gemeinsame Kochen an Bord. Das macht immer Spaß, alle sind dabei, auch wenn diesmal nur einer kocht. Ben, der ist nämlich ziemlich talentiert am Kochlöffel. Ey Leute, mögt ihr auch Tomatenmark pur? Tomatenmark pur ist schon geil. Da ist das mal. Wie einfach Glück doch manchmal sein kann. So, und jetzt wird angerichtet. Das schmeckt klasse. Wir genießen jetzt den Abend und sagen schon mal bis morgen. Gute Nacht. Guten Morgen. Wir sind heute schon ganz, ganz früh unterwegs und ich habe mich jetzt gerade auf einen kleinen Spaziergang durch den Hafen in Terherne gemacht. Es gefällt uns wirklich sehr gut hier. Es gibt eine sehr, sehr nette Hafenmeisterin, die uns auch noch einen kleinen Rabatt gegeben hat. Normalerweise würden wir in der Saison hier 24 Euro zahlen. Wir zahlen jetzt hier ganze 20 Euro. Dusche und Strom ist natürlich integriert, beziehungsweise Sanitäranlagen und Strom sind inklusive. Und ja, die Atmosphäre hier ist auch wirklich schön. Also gestern Abend war es herrlich und heute Morgen auch. Ich zeige euch mal, wo wir liegen. Da liegen wir. Gut geschützt. Wir haben kaum etwas vom Wind mitbekommen. Heute Nacht soll es sehr stürmisch gewesen sein. Also bei uns war es ruhig. Wir haben super geschlafen und hier hat man von Wind nichts gemerkt. Wenn man also einen Hafen sucht, in dem man wirklich geschützt liegt bei Wind, dann seid ihr hier in Terherne auf jeden Fall genau richtig. Der Hafen hier ist auch sehr gut ausgestattet. Es gibt Top-Sanitäranlagen. Die findet ihr direkt um die Ecke beim Hafenmeisterbüro und zwar hier die Treppe rauf. Den Zugangscode bekommt ihr bei der Hafenmeisterin. Die Sanitäranlagen an sich sehen ordentlich aus. Es gibt Waschmöglichkeiten inklusive Waschmaschine und Trockner. Natürlich Duschen und WCs. Es ist sauber und man hat alles, was man braucht. Nur der Steg hier, der ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Bei Nässe ist er sehr, sehr glatt. Gemütlich legen wir ab. Heute wollen wir in Richtung Lemmer fahren. Dort sind wir mit einer Crew verabredet, die ebenfalls mit einem Charterboot von Aquanaut unterwegs ist. Obwohl ordentlich Wind vorausgesagt ist für heute, wirkt es hier im Hafen in Terherne ziemlich ruhig. Also geht es erstmal durch die Brücke zurück und dann auf den Prinzess-Margret-Kanal in Richtung Lemmer. Wieder begegnet uns das ein oder andere Boot.
Unsere Fahrt gestaltet sich ziemlich entspannt. Natürlich, klar, Wind ist da, der ein oder andere See ist auch etwas ruppig. Doch insgesamt merkte man die stärkeren Böen erst direkt vor Lemmer. So, wir sind jetzt hier gerade am Meldesteiger im Yachthafen Binnenlemmer. Und ich habe gerade mit dem Hafenmeister telefoniert. Der Plan war ja eigentlich, dass wir reinfahren. Allerdings brauchen wir auch Wasser. Und Wasser bekommen wir hier nur, wenn wir hier übernachten. Okay. Das heißt, wir besprechen uns jetzt einmal und dann schauen wir, was wir machen. Noch während wir im Gespräch waren bezüglich unserer weiteren Planung, klingelte das Handy und ich hatte den Hafenmeister erneut in der Leitung. Bevor wir eine Entscheidung treffen konnten, wurden wir relativ unhöflich aufgefordert, den Meldesteg sofort zu verlassen. Auch das Wasser auftanken war nicht möglich, nicht mal gegen Gebühr. Damit war unsere Entscheidung klar. Wir warteten auf die Crew der Gemini, die haben nämlich die Anmeldung zur Brückendurchfahrt im Vorfeld übernommen und gemeinsam fuhren wir in Richtung Zentrum von Lemmer. Das funktionierte auch einwandfrei. Aufgrund stärkerer Windböen, die hier und da zwischen den Häusern herpfeiften, haben wir bei Wartezeiten an den Brücken festgemacht und konnten so ganz entspannt die Öffnung abwarten. Cool, Lemmer im Winter. So leer ist es hier selten. Wir haben die Splendid auf dem Teller gedreht, um direkt in Fahrtrichtung für morgen anzulegen. Wir haben jetzt gerade in Lemmer das Liege- und Brückengeld bezahlt. War auch eine ganz nette Geschichte. Wir haben einen kleinen Rabatt bekommen. Was haben wir jetzt gezahlt fürs Liegen? 18 Euro. 18, also für jeden 9 Euro, ja. Zwei Schiffe. Das kann man machen. Strom gibt es, Sanitäranlagen sind allerdings geschlossen. Es ist so schön, wieder hier zu sein. Okay, es geht in den Pub. Pub hört sich gut an. Ladies first. So, für mich gab es... Oder gibt es ein kleines Toasty? Das sieht hervorragend. Natürlich unsere heißgeliebten Bitterballen. Und Ben gönnt sich eine Tomatensuppe. Das sieht wirklich toll aus. Und alle sind happy. Und es ist warm und gemütlich. Und es gibt Bier. Und das Guinness schmeckt. Der Besuch im Pub war wirklich schön. Es war toller Service, leckeres Essen. Besser hätte es nicht sein können. Tatsächlich kann man in Lemmer noch um 20 Uhr shoppen gehen. Also die Geschäfte haben auch im Winter hier, oder ein Geschäft zumindest, bis 21 Uhr auf. Und ja, Ben und ich sind die Leidtragenden und die Mädels freuen sich sehr. Zurück an Bord genießen wir noch ein bisschen die winterliche Abendstimmung. Guten Morgen aus Lemmer. Es ist regnerisch, aber nicht kalt. Deswegen genießen wir das Frühstück heute an Deck unter der Persenning. So, wir sind durch die erste Brücke in Lemmer durch, überpünktlich aufgemacht. Wir wollten um 11 Uhr raus, 10.58 Uhr war der Brückenwärter schon da und hat uns die Brücke geöffnet. Und jetzt fahren wir auf die zweite Brücke zu und schauen, ob das genauso gut klappt. So, die Brücke geht auf, keine Wartezeit, wir sind jetzt ganz langsam hier hochgefahren. Hier warten wir alle. Hinter uns ist die Gemini, kommt jetzt auch noch mit durch. Top. So, dann geht die Persenning wieder zu. Damit wir hier oben wieder ordentlich heizen können. Da wir die Splendid morgen ja wieder abgeben müssen, fahren wir erneut in Richtung Snake. Dort wollen wir den Silvesterabend verbringen. Ein Restaurant ist bereits gebucht und einen Liegeplatz haben wir auch noch bekommen. Obwohl hier doch mehr los war, als wir dachten. Dafür, dass wir Dezember haben? Bei strömendem Regen nahmen wir den letzten freien Liegeplatz ein. Es war etwas eng, aber klappte ganz gut. Als Skipper hat man natürlich den Vorteil, schön im Trockenen zu sitzen. Wie war denn das Anlegemanöver? Toll. Man braucht Regenkleidung. Na? Das Wasser macht uns gar nichts. Hä? Das Wasser macht uns nichts. Nichts macht uns das. Ich finde, das ist super Bootswetter. So. Jetzt heißt es erstmal aufwärmen. Schokomel. Aber Dark. Schokomel Dark ist nochmal ein anderes Level, plus Olibollen. Was sind Olibollen? Für alle, die es nicht kennen. Ich habe keine Ahnung, aber es schmeckt gut. Olibollen sind ein traditionelles niederländisches Gebäck, was hauptsächlich zu Silvester oder ich glaube nur zu Silvester konsumiert wird.
Da ich das Geräusch von Regen absolut geil finde, habe ich auch erstmal ein kleines Nickerchen gemacht. Und so ein Nickerchen, das wirkt Wunder. Ausgeschlafen und bestens gelaunt starten wir in den Abend. Wie ihr vielleicht seht, es regnet immer noch. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Devarus. Dort haben wir einen Tisch vorbestellt. Was für eine schöne und gemütliche Atmosphäre. Unser Tisch befindet sich im oberen Stockwerk. Der Service heute ist ausgezeichnet und für mich gibt es heute Steak in Rotweinsoße. Natürlich auch die ein oder andere Beilage. Für Pia gibt es einen traditionellen Eintopf. Und zum Abschluss teilen wir uns diese geile Dessertplatte. Und auf einmal waren wir fast die letzten Gäste. Wie ist denn das Feedback zu unserem Abendessen heute? Sehr, sehr, sehr lecker. Top Kellner, danke Thomas. Ja, Tommy war eine Bombe. Ja. Ultimativ. Pass auf. Die Zeit zwischen dem Essen und Neujahr verbringen wir mit Kartenspielen, guten Drinks und jeder Menge Spaß. Und dabei verflog die Zeit so schnell, dass wir den Jahreswechsel fast verpasst hätten. Es war wirklich gewaltig, was die Leute in Sneek da an Feuerwerk losgelassen haben. Die Stimmung war einmalig. Wir freuen uns über jeden von euch, der uns schon in 2022 begleitet hat und freuen uns auf eine tolle Saison 23 mit euch. Guten Morgen, frohes neues Jahr nochmal. Ja, was war das für eine turbulente Nacht? Es war richtig geil, es hat richtig Spaß gemacht. Wir waren hier gefühlt mittendrin und nur haben wir vergessen zu kalkulieren, dass wir heute Morgen ja nochmal frühstücken wollen. Wir haben alle einen Bärenhunger und ich suche jetzt gerade tatsächlich nach etwas Geöffnetem. Sieht bisher noch nicht ganz so gut aus. So, Olli, der Jäger und Sammler, ist eben losgetigert, um nach etwas Essbarem zu suchen. Neujahr. Tatsächlich hat in den Niederlanden, ich meine wie auch in Deutschland, eigentlich fast alles zu. Also auch die Bäcker haben zu, die wir hier in Sneek kennen. Olli war jetzt bei 3 Bäckern. Aber das Loof, wo wir auch schon die Tage waren, das hat tatsächlich geöffnet und Olli hält uns da jetzt gerade schon einen Platz frei. Wir gehen da jetzt mal hin und schauen. Und in dieses kleine Café und Bistro haben wir uns schon ein bisschen verliebt. Die Location an sich ist schon total schön und gemütlich. Und der Kaffee ist hervorragend. Aber auch Service sowie die Speisen überzeugen uns komplett und sind genau das Richtige nach einer langen Silvesternacht. Auch wenn wir hier noch ewig gemütlich sitzen und Kaffee trinken könnten, müssen wir zurück zum Boot. Denn heute bringen wir die Splendid zurück in ihren Heimathafen. Die meisten der anderen Boote sind auch schon weg und so haben wir ausreichend Platz und können ganz gemütlich aus unserer Parklücke heraus manövrieren und uns auf den Weg in Richtung Aquanaut Yacht Charter machen. So, wir haben gerade abgelegt von unserem schönen Liegeplatz in Sneek. Die Bilder habt ihr ja gesehen, das war großartig und jetzt fahren wir die Splendid wieder in ihren Heimathafen zurück Richtung Aquanaut Yacht Charter und wir genießen jetzt die letzten Minuten. Man gewöhnt sich irgendwie nach so einer Woche echt so sehr an so ein Schiff, dass es dann immer ein bisschen schwierig ist, wieder loszulassen und wieder zum Alltag zurückzukehren. Geht euch vielleicht auch so, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall hatten wir eine tolle Zeit. So ein Winterturn ist was wirklich Cooles. Wir werden euch auch gleich am Ende des Videos noch ein kleines Fazit dazu geben. Also wird für uns nicht das letzte Mal gewesen sein. Thank you.
So, wir haben doch noch einen kleinen Zwischenstopp eingelegt, weil uns die Marie-Krite hier so angelacht hat. Und jetzt, ja, wenn wir hier noch kurz rumlaufen, eine kleine Pause einlegen und dann geht's dann wirklich auch zum Verschalterraum und wir geben ab. Wir können es gerade noch nicht lösen. Tja, jeder Moment wird voll ausgekostet. Dann entdeckten wir noch etwas, das nicht so schön ist. Irgendjemand hat seinen Müll einfach hier liegen lassen. So, wir haben noch ein bisschen Platz in unserer Mülltüte und nehmen jetzt vom Marie-Krit-Steg hier, was von der Marie-Krit-Steg hier, ein bisschen Müll mit. Das ist echt schade, Leute. Also die Natur hier ist so schön, wenn ihr irgendwo Müll liegen seht, weil jemand einfach keinen Bock hat, seinen Müll ordentlich zu entsorgen, dann nehmt ihn einfach mit, entsorgt ihn mit. Dann halten wir das Ganze hier auch schön sauber und ich denke, das ist das Mindeste, was wir tun können. Jetzt befinden wir uns tatsächlich auf den letzten Metern unserer Reise. Wir hatten euch noch ein kurzes Fazit versprochen. So eine Wintertour ist schon anders, als wenn man so zur üblichen Saison fährt. Aber wenn man sich ein bisschen darauf einlässt, dann ist es wirklich eine tolle Zeit, um Friesland auf dem Wasser zu entdecken und hier gemütliche und schöne Momente zu verbringen. Solange kein dickes Eis liegt, können die Boote diese Temperaturen ab. Und die Heizung, zumindest hier auf der Splendid, funktioniert wunderbar und treibt auch die Dieselkosten nicht merklich in die Höhe. Wir werden auf jeden Fall auch in der Winterzeit zurückkommen und sind jetzt schon gespannt, was sich in Bezug auf Fahren im Winter noch so tun wird. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Skipper und Co.